Heute gibt es ein Inside Star Citizen, das ausschließlich aus Sprint Reports besteht. Es gibt wieder eine Menge Süßes für die Augen und dafür wünsche ich viel Spaß. Nachdem wir ein paar Wochen einen Blick auf die neuen Konzepte für Schiffswracks, die sogenannten Derelicts, geworfen haben, ist das Environment-Team dabei, die einzelnen Teile dafür zusammenzustellen, um die Schiffswracks sozusagen zum Leben zu erwecken, angefangen mit dem großen Mammer-Jammer selbst, der Reclaimer. Starting with the big Mammer-Jammer itself, the Reclaimer. Dies ist so etwas wie eine umgekehrte Whitebox-Phase, in der die Environment-Grafiker das fertige Werk der Schiffsgrafiker nehmen und es dann zerlegen, indem es von allen überflüssigen Teilen befreit wird und dann die Aufbauten so verbogen und verdreht werden, wie es für ein Wrack angemessen ist, so wie es nach ein, zwei oder vielleicht sogar 10 Jahren aussehen könnte. Was ihr hier seht, sind sozusagen die Anfänge eines Derelict Zoos, also eines kleinen abgeschlossenen Levelbereichs, aus dem die Designer und anderen Artists ein Buffet an Grundformen zusammenstellen können, um ihre Arbeit fortzusetzen und die verschiedenen interessanten Orte, die die Spieler auf den Planeten und Monden von Stanton, Pyro und darüber hinaus erkunden können, auszubauen. War das ein kleiner Hint auf Nyx? War das? Es ist noch früh, erzählt Jared weiter, und dieser einfache, verlassene Zoo wird sich in den kommenden Wochen weiterentwickeln, zusätzlich zu vielen anderen, die in früheren Konzeptzeichnungen zu sehen waren, bevor sie in das Persistent Universe integriert werden. Das Team erforscht außerdem erste Durchquerungsmöglichkeiten, sogenannte Traversals, für einige der Outlaw-Raumstationen, die derzeit für das Pyro-System gebaut werden. Wenn ihr euch an die letzte CitizenCon-Demo erinnert, sind diese sogenannten Traversal-Routen Möglichkeiten, um eine Umgebung zu umgehen oder zu durchqueren, die über einen kritischen Pfad hinausgehen, erzählt Jared, den die meisten Leute normalerweise einhalten. Indem man einer Reihe von Indikatoren folgt, die sich noch in der Entwicklung befinden, darunter einfache Dinge wie das Verfolgen des Weges eines ungewöhnlichen Kabels oder Kratzspuren auf dem Boden, können die Spieler diese fortgeschrittenen Traversal-Pfade entdecken, die nicht nur zu interessanten taktischen Möglichkeiten, sondern auch zu besonderem Loot oder weiteren Belohnungen für diejenigen führen, die ein wenig mehr Zeit mit der Erkundung verbringen. Was alles andere angeht, was ihr hier seht, ist das Spiel noch in Entwicklung und nur die ersten Beleuchtungstextur- und Props-Passes sind abgeschlossen. Aber es ist ein schöner Blick darauf, wie diese Stationen nicht nur visuell eine neue Dynamik entwickeln, sondern auch ein Universum der Möglichkeiten für zusätzliche Erkundungen sein werden. Und wie bei den Außenposten, die ihr auf der CitizenCon gesehen habt, werden sie nicht jedes Mal auf die gleiche Art und Weise zusammengebaut, sodass ihr euch nie ganz sicher sein könnt, was euch hinter der nächsten Ecke erwartet. Die Mitglieder des Environment-Teams haben auch einen Sprint hingelegt, um etwas zu erforschen, das noch in CRGs Backlog steht, nämlich das Hinzufügen von kleinen und mittelgroßen Hangars zur Ringstruktur einiger Raumstationen. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber in der Summe sorgen sie für ein dynamischeres Lande- und Starterlebnis, während die Spieler durch das Persistent Universe von Star Citizen reisen. Let's switch gears here. Schalten wir einen Gang höher. Von der Kopfgeldjagd bis zum Bergbau, von der Notfallhilfe bis zum Rennen, von Spionage bis zur Sicherheit. So wie das Reputationssystem in Star Citizen weiter wächst und sich ausbreitet, muss auch das Interface, das es repräsentiert, wachsen. Zu diesem Zweck werden derzeit Icons für einige der verschiedenen Karrierewege für das persistente Universum entwickelt. In einem kürzlich abgehaltenen Sprint wurden Icons für mehrere weitere Reputationspfade vorgeschlagen, darunter Entführung, Warentransport, Schmuggeln und Diebstahl. Das sind noch nicht alle möglichen Reputationspfade, sondern nur ein paar, für die das UI-Team derzeit Icons erstellt. Aber wir werden mehr über diese umfangreichen Erweiterungen des Reputationssystems und die verschiedenen Missionstypen und Aktivitäten, die damit einhergehen, erfahren, wenn die Entwicklung weitergeht. Ja, sagt Jared, ich merke schon, dass einige von euch ein bisschen zu aufgeregt sind und endlich ihre Reputation als Entführer aufbauen wollen. Und das stört mich. In der Zwischenzeit hat das Beleuchtungsteam kürzlich einen Sanity Pass, eine Plausibilitätsprüfung für das RSI Mantis Cockpit, abgeschlossen.
Diese Sanity Passes sind wichtig, um sicherzustellen, dass die neuesten technischen und prozessualen Verbesserungen auch die Assets erreichen, die vor ihrer Implementierung erstellt wurden und dass einige der älteren Sachen genauso gut aussehen wie die neueren. Die Mantis hier ist nur das jüngste Beispiel für Aktualisierungen, die nicht nur das visuelle Erscheinungsbild verbessern, sondern auch leistungsfähiger und weniger ressourcenintensiv sind. Das ist unsere Version von gutem Geschmack und weniger Füllung, sagt Jared. Diese Aufgaben können auch als hervorragende Schulungsmöglichkeiten dienen, um das Wissen langjähriger Mitarbeiter an CRGs Neueinsteiger weiterzugeben, während das Unternehmen weiter wächst. Apropos Wachstum, machen wir einen kurzen Sprung nach Horizon und sehen uns einige der neuen Büros für Führungskräfte an, die gerade entwickelt werden, also die Büros. Diese Strukturen werden auf einige der erhöhten Landeplattformen platziert werden und einen kleinen, in sich abgeschlossenen Arbeitsbereich für die Bürokratie von Horizon bieten, einschließlich eines Fahrstuhls in die inneren Tiefen der darunterliegenden Plattformen. Natürlich verrät Jared nicht, welche Abenteuer die Spieler eines Tages in einem solchen Gebiet erleben werden, hauptsächlich, weil er es noch nicht weiß. Er hat eine Besprechung verpasst. I missed a meeting. Let's move on to some ship updates. Kommen wir nun zu den Schiffsupdates mit einem Blick auf die fortschreitende Endphase der Vulture von Drake Interplanetary, wo man alle möglichen kleineren Details sehen kann, die man erwarten würde, während einige der Größenverhältnisse vereinheitlicht werden, wobei einige Gegenstände in der hinteren Hälfte etwas klobiger wirken als die in der vorderen. Im Grunde geht es jetzt nur noch darum, die Dinge zu straffen und zu vervollständigen, bevor die Vulture später in diesem Jahr veröffentlicht wird. Aber bevor das passiert, haben wir noch die Misk Hull A, die Ende dieses Quartals fertiggestellt wird, wo der letzte Durchgang mit dem Hinzufügen der verschiedenen Abziehbilder, der Decals und Dekorationen, der Props, fortgesetzt wird, die ihr vielleicht erwartet. Aber Achtung, das sind nicht die richtigen Frachtcontainer, die ihr hier seht. Das Schiff wurde nicht einfach massiv vergrößert, das ist nur ein Grafiker, der ein bisschen Spaß hatte. Außerdem wurde der für MISC-typische Geschützturm unter dem Cockpit hinzugefügt und das sich ausdehnende und zusammenziehende Frachtgrid für all eure Transportbedürfnisse weiter verfeinert. Wir werden noch in diesem Quartal mehr über die Hull erfahren, bevor sie dann in Alpha 3.17 veröffentlicht wird. Of course, in Merchantman News. Natürlich setzt das Team die Entwicklung der Merchantman-Konstruktion im Rahmen der Whitebox-Phase fort und arbeitet sich durch das gesamte Innere des Schiffes, um es vollständig abzubilden, bevor es in die Greybox geht. Hier sieht man einen Teil der Hauptbrücke mit den Pilotensitzen im vorderen Bereich und der Treppe zu einem der Hauptturmräume darüber. In der Whitebox-Phase geht es einfach darum, sicherzustellen, dass jeder Raum einen Zweck erfüllt und den Spielern genügend Platz bietet, um diesen Zweck zu erreichen. Und zwar mit den charakteristischen organischen Formen, die Banyu bisher ausgemacht haben. In der Technik geht die Arbeit weiter, um sicherzustellen, dass alles der metrischen Norm entspricht. Das letzte Mal, als wir das Schiff gesehen haben, war die Treppe hier ein wenig zu eng. Also haben sie den Bereich ein wenig geöffnet und versucht, den ganzen Raum innerhalb der Grenzen des aktuellen Äußeren schön und groß zu gestalten. Im Wohnbereich kann man die Anfänge eines neuen Banyu-Schreins sehen, den CRG in Zukunft noch genauer erforschen wird. Und dann haben wir hier den bereits erwähnten inneren Geschützturmbereich, der sich von allen anderen Geschütztürmen, die ihr bisher gesehen habt, deutlich unterscheidet und das gleiche Gefühl von Größe hervorruft, das man auch in den anderen Bereichen des Schiffes findet. Es handelt sich um ein massives Geschütz und dieser riesige Raum, in dem das untergebracht ist, ist zu den darunterliegenden Decks hin offen, was für einen tollen Anblick sorgen dürfte, bevor sich der Turm um euch herum formt und euch in sich aufsaugt, sich über das Äußere des Schiffes erhebt und euch dann nach Herzenslust Piu-Piu machen lässt. Ja, Merchantman-Leute, das Warten wird sich lohnen. Und nicht zuletzt, bevor diese Folge Inside Star Citizen endet, wir haben diese Woche mit verlassenen Gebäuden und einer Erwähnung dieser Colonial Outpost begonnen, also werden wir uns beides nun kombiniert anschauen und uns eine Initiative von CRG ansehen, die die Teams unternommen haben, um Außenposten aus vergangenen Zeiten zu erforschen. Mit diesen Konzepten, die ihr hier sehen könnt. Eines der vielen Projekte, an denen das Team von Turbulent arbeitet, sind die systemischen Tools, die diese Konzepte eines Tages im gesamten Pyro-System zum Leben erwecken werden.
Aber wie bei allen Konzepten müssen die Artists zunächst die Ideen weiter erforschen und die Ziele für diese Systeme festlegen, auf die sie hinarbeiten. Und genau wie bei den Reclaimer-Wracks hat auch die Arbeit an der Erstellung des Zoos, also des abgeschlossenen Levelbereichs, des Zoos, der verlassenen Außenposten begonnen, der eines Tages als Grundlage für die von Hand platzierten Point of Interests dienen wird. Und dann die systemische Implementierung, die sich noch in der Entwicklung befindet. Ob nun brandneu oder 100 Jahre alt, jeder Ort ist eine neue Möglichkeit für Story und Gameplay, der im kommenden Pyro-System zu finden sein wird. Ja, und das war's dann auch schon für diese Woche mit dem Inside Star Citizen. Jared resümiert noch, was wir diese Woche gelernt haben. Wir haben erfahren, dass der Prozess, neue Dinge alt und dann wieder neu zu machen, mit der Reclaimer und den verlassenen Außenposten in vollem Gange ist, dass die fortgeschrittene Umkehrung zusätzliche Möglichkeiten für Loot und Geschichten in den gesetzlosen Outlaw-Raumstationen bedeutet und dass die Bennu Merchantmen ihre beeindruckende Reise durch die Whitebox-Phase fortsetzt und dass das Reputationssystem an der Schwelle zur Ausweitung auf eine Vielzahl von legalen und nicht so legalen Aktivitäten steht. Ja, dann läuft Xenothreat, darauf weist er noch hin, und dann haben wir noch den Valentinstagskartenwettbewerb am Start. Und das war's für diese Woche mit Inside Star Citizen. Am Sonntag kommt die dritte Episode von Cassandras Tränen raus. Verpasst es nicht, das Hörbuch in der Star Citizen-Welt, übersetzt von Brubecker, www.sternenwanderer.org und eingesprochen von mir. Weitere Hörbücher findet ihr auf sternenwanderer.org oder ihr könnt euch auch Eva herunterladen und dann euch per Sprachsteuerung durch das Verse begeben und nebenbei die Geschichten von Star Citizen hören. Eine von beiden Möglichkeiten ist auf jeden Fall die richtige für euch. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch weiterhin ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Video. Alles Gute, tschüss.